Hallo, ich bin der Christian, Werkstattleiter von IPC Computer und ich habe heute ein Kundengerät mit dem Fehler, dass nach Laufwerkswechsel und Windows 10 Installation das Gerät nicht mehr funktioniert. Wir haben hier Fujitsu Livebook N532 vom Kunde. Der hat DVD-Laufwerk gewechselt und hat das Windows 7 abgegradet zum Windows 10 und dann ging das Gerät nicht mehr. Ob jetzt das Upgrade wirklich daran schuld ist, dass das Gerät nicht mehr geht, weiß ich nicht. Kann ich euch vielleicht später mehr dazu sagen. Auf jeden Fall, das Gerät schaltet ein, bringt aber kein Bild. Arbeitsspeicher, CPU und so weiter habe ich schon alles getestet, kann ich ausschließen als Fehler. Daher muss es irgendein Mainboard-Defekt sein. Was genau, werde ich euch dann auch nach der Reparatur sagen. So, ich habe das Gerät nun repariert. Da war das BIOS defekt. Da musste man also den BIOS-Chip tauschen und neu programmieren. Mit dem Upgrade auf Windows 10 hätte es daher wohl eher weniger zu tun. Wohl eher hat der Kunde auch ein BIOS-Update gemacht, was fehlgeschlagen ist. Ja, genauer kann ich es natürlich nicht sagen. Ich weiß nicht, was der Kunde sonst noch so gemacht hat. Das Gerät funktioniert aber wieder. Bild vom Bauteil und von der Reparatur seht ihr in unserem Blogbeitrag, wenn euch das interessiert. Dann würde man es über Abo, Kommentar oder Bewertung freue, wenn euch das Video geholfen hat. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.